Ja, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Ich möchte, wie gerade Herr Pitschmann schon angekündigt hat, Ihnen gerne ein paar praktische Projekterfahrungen im Kontext Industrie 4.0 in den nächsten Minuten präsentieren, die im Wesentlichen, wie schon gerade gesagt, aus unserem Spitzencluster intelligente technische Systeme entspringen und in der Lemgoer Modellfabrik dargestellt werden. Ganz kurz, wir sind heute in Berlin, nicht jedermann kennt Ostwestfalen-Lippe, noch nicht, sagen wir immer. Und OWL heißt auch nicht nur Ontology Web Language, sondern eben auch Ostwestfalen-Lippe. Und es ist eine Region im Osten von Nordrhein-Westfalen, traditionell sehr stark geprägt durch den Maschinen- und Anlagenbau. Und Sie sehen jetzt vielleicht auch das ein oder andere bekannte Logo. Wir haben hier in der Region eine durchaus sehr große Dichte von Automatisierungsunternehmen, die natürlich alle an Automatisierungstechnologien interessiert waren und es auch in der Zukunft sind. Aus diesem Grunde ist seit 2012 jetzt auch dort der Spitzencluster intelligente technische Systeme verortet, das derzeit größte Industrie 4.0-Projekt mit Fördermitteln der Bundesregierung. Es lag daher nahe, jetzt unabhängig von dem Industrie 4.0-Begriffsbestimmung, in einem solchen Region mit einer hohen Dichte von Automatisierungsunternehmen und auch Maschinen- und Anlagenbauern etwas einzurichten, was wir in Lemgo gemacht haben. Wir haben dort in 2007 ein Science-to-Business-Center für das Thema IKT-Integration gegründet und ich gebe offen zu, dass uns damals vielleicht die Fantasie gefehlt hat, das Industrie 4.0 zu nennen. Wir sind nur auf die Idee gekommen zu sagen, where IT meets automation, das ist also unsere Begriffsbestimmung, aber ich glaube, das steht nicht im Widerspruch, sondern das kann man durchaus vielleicht sogar in eine Gleichung überführen. Wir haben dort im Wesentlichen Unternehmen aus dem Automatisierungsumfeld und eben zwei Forschungseinrichtungen, die sich mit der IKT-Integration beschäftigen. Und in der Folge möchte ich jetzt Ihnen dort einige Dinge näher bringen. Die Lemgoer Modellfabrik, das ist etwas Ähnliches wie das, was Sie von Herrn Wahlster in Kaiserslautern gesehen haben. Auch eine der sehr frühen Forschungs- und Demonstrationsplattformen in Deutschland. Klar, wenn wir jetzt über Automatisierungstechnik oder über IKT sprechen, dann brauchen wir natürlich auch die Anwendung dafür. Und die Anwendung für die Smart Factory ist letztendlich ein Maschinen- oder anlagenbaulicher Kontext. Und von daher ist es naheliegend, eine solche Apparatur aufzubauen, wobei wir jetzt für uns nicht in Anspruch nehmen, der Maschinenbauer vor dem Herrn zu sein, sondern wir brauchen letztendlich aber ein realitätsnahes Umfeld, um unsere Technologieansätze zu erproben und auch erlebbar zu machen. Das ist in der heutigen Zeit ein immer wichtiger Aspekt. Auch diese Anlage ist eine Multi-Vendor-Anlage, wie Sie rechts in der Mitte an den Logos sehen. Alle diese Unternehmen, namhafte Unternehmen der Automatisierungsbranche, unterstützen dort mit entsprechendem Equipment, sodass wir dort auch eine Interoperabilität unserer Ansätze prüfen können. Hier sehen Sie mal, das gehe ich gar nicht im Detail ein, aber es soll eigentlich nur darstellen, dass auch diese Anlage eine formale Prozessbeschreibung hat, die Modularisierungs- und Kompositions- und Dekompositionsansätzen entspricht und damit die Grundlage auch dafür ist, dass wir so eine Anlage zukünftig auf Dienste abbilden können, wie das in dem Bild auch schon dargestellt ist. Wir haben jetzt sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben jetzt vor wenigen Wochen die Lemgoer Modellfabrik vernetzt mit weiteren Anlagen innerhalb der Fraunhofer Gesellschaft und haben damit die deutschlandweit erste verteilte Produktionsanlage realisieren können, die mit Hilfe von einem digitalen Marktplatz eben Aspekte der Vernetzung, der Produktionsoptimierung, des Energiemanagements und weiterer übergreifender Technologien erproben kann und das jetzt nicht nur vor dem Hintergrund der eigentlichen Produktion, sondern auch des Themas des Energiemanagements, wie wir das durch die Integration unseres Standortes in Ilmenau, der sehr stark im Bereich der erneuerbaren Energien und des Energiemanagements tätig ist, auch untermauern. Die letzte Folie, bevor ich dann in unsere inhaltlichen Dinge einsteige. Dieses Spitzencluster, von dem ich gerade sprach, das ist Januar 2012 gestartet worden, ist eines von mehreren Spitzenclustern innerhalb dieser Strategie.
aber es ist das Einzige, was einen unmittelbaren maschinen- und anlagenbaulichen Kontext hat. Und wir haben in der Region eben dort 174 Partner, die an Projekten gemeinsam mit den Forschungseinrichtungen, die auf den dort dargestellten drei Standorten verteilt sind, arbeiten. Und wir bewegen da mit ca. 45 Projekten ein Volumen von ungefähr 100 Millionen Euro. In der nächsten Jahr haben wir die Zwischenbegutachtung und da müssen wir natürlich schon auch die Beweisführung antreten, dass das, was wir gemacht haben, auch wirklich unseren Versprechungen entspricht und die dahinterstehenden Ziele waren auch durchaus sehr ambitioniert. Aber wir sind sehr optimistisch, dass uns das auch gelingt. Das ist sozusagen das infrastrukturelle und regionale Umfeld. Auf dieser Folie möchte ich jetzt nicht nochmal wirklich jedes Bit und Byte erklären, sondern diese Folie ist jetzt für mich eigentlich der Aufpunkt, um nochmal ein bisschen zu verdeutlichen aus dem Blickwinkel eines Ingenieurs oder Informatikers, was denn das Big Picture eigentlich ist. Wir sehen dort in der Mitte eigentlich eine Systemstruktur, die jeder, der sich mit der Automatisierungstechnik beschäftigt oder mit automatisch ablaufenden Systemen erkennt. Wir haben unten den physikalischen Prozess, was immer das auch sein mag. Wir haben die Sensorik und die Aktorik. Wir haben in der Regel Kommunikationssysteme zwischen Sensorik, Aktorik und der Informationsverarbeitung und dann die Informationsverarbeitung selber. So, das ist nichts Neues, sondern das ist das, was schon über viele Jahre in der Automatisierungstechnik auf Neudeutsch das Daily Business ist. Neu hinzu kommt jetzt eigentlich, dass wir diese Systeme eben über das Internet miteinander vernetzen können, nicht nur miteinander, sondern auch mit anderen intelligenten Objekten, die im Internet Wissen repräsentieren und damit eigentlich zu intelligenten Systemen führen können, die sich nach unserer Definition durch diese drei wesentlichen Eigenschaften auszeichnen. Das heißt, ein intelligentes technisches System ist nach unserer Auffassung ein System, was über Fähigkeiten der Selbstoptimierung, der Selbstdiagnose und der Selbstkonfiguration verfügt. Ja, wie macht es das? Das macht es im Kern eben zum einen durch die Vernetzung mit Wissen im Internet, zum anderen aber auch mit der Art und Weise der Informationsverarbeitung. Herr Walzer hat das schon so ein bisschen provokant, glaube ich, hat er es gemeint, dass die SPSen ganz alt sind und wir demnächst nur noch IP sprechen werden. Da bin ich etwas differenzierterer Meinung, aber ich denke mal, das ist eher soll eher so ein Denkanstoß sein. Ja. Ich stimme aber überein, dass eben die Vernetzung mit dem Internet auf einer bestimmten Ebene sicherlich unbestritten wichtig ist. Ich stimme auch überein, dass die Art und Weise der Informationsverarbeitung in diesen Systemen einen Schlüssel darstellen, denn Stand heute ist in der Tat, dass heute wir über Signalkopplungen sprechen und sehr starre Signalkopplungen, die heißen, wenn der Sensor den Wert hat, dann tue das. So, das ist durch Software natürlich heute auch realisiert, aber Software ist aus meiner Sicht ein sehr flexibles Gestaltungselement, aber wenn die Software einmal geschrieben ist, ist sie genauso fest wie die Hardware selber auch. So, das heißt, der eigentliche Clou eines intelligenten technischen Systems steckt in diesen beiden dort etwas hervorgehobenen Komponenten. In der Informationsverarbeitung wird es dazu führen, dass wir kognitive Informationsverarbeitungsmechanismen haben, die neben den Reflexen, die wir ja heute schon in den Systemen haben, dazu führen, dass das System dann sich auszeichnet durch eine gewisse Adaptivität und auch eine vorausschauende Eigenschaft und eine höhere Benutzerfreundlichkeit. So, und diese Systeme, die finden jetzt gerade in verschiedenen Branchen ihren Einzug. Eines davon ist die Smart Factory und die steht ja auch im Mittelpunkt der Industrie 4.0 und die möchte ich gleich nochmal hervorheben. Wir haben in Lemgo auch an zwei wichtigen Rohstoffen gearbeitet, die diese Vernetzung und auch diese Informationsverarbeitung ermöglichen. Zum einen habe ich hier ein Beispiel mitgebracht, wo wir eine Single-Chip-Lösung realisiert haben, die es ermöglicht, ein Ethernet-Interface, ein Echtzeit-Ethernet-Interface, das ist nicht IP, sondern ein Echtzeit-Ethernet-Interface, bis in den Sensor wirtschaftlich integrierbar zu machen und dann dazu passend, aber auch davon unabhängig einsetzbar, haben wir den Nachweis geführt, dass dieser von Herrn Walster auch schon erwähnte OPC-UA-Standard, das ist eine Art Middleware, derart skalierungsfähig ist, dass man ihn auch ohne Interoperabilitätseinbußen hinzunehmen auf kleinsten Einheiten ablaufbar machen, ablauf,
unmittelbar realisieren kann und damit eine Durchgängigkeit in der Informationsverarbeitung vom Sensor bis ins Internet bei Bedarf zu ermöglichen. Das sind so Rohstoffe, wie wir sie nennen. Das ist noch kein intelligentes System, aber man braucht sie, um intelligente Systeme realisieren zu können. Die Smart Factory als Kernelement der Industrie 4.0 hat nach unserer Meinung eigentlich drei Handlungsfelder, die sie bedienen muss. Die sind auch im Übrigen nicht neu, sondern die treiben den Maschinen- und Anlagenbau schon seit vielen Jahren umher. Und viele, die jetzt aus der IT-Sicht mit dem Thema Industrie 4.0 unterwegs sind, die werden auch immer wieder spüren, dass die Maschinenbauer sich in dieser Zeit durchaus unverstanden fühlen, denn auch sie haben in den vielen zurückliegenden Jahren schon viele Fortschritte bei der IKT-Integration vorangetrieben. Da müssen wir auch ein bisschen, denke ich mal, aufeinander zugehen, sodass dort auch die verschiedenen Disziplinen an einem Strang ziehen. Das heißt, die Handlungsfelder, die drei wichtigsten, die auch durch Studien belegt sind, sind einmal die Wandlungsfähigkeit, das heißt jetzt nicht nur Flexibilität, sondern eben auf unvorhergesehene Anforderungen, die zum Entwurfszeitpunkt einer Anlage noch nicht bekannt waren, möglichst schnell reagieren zu können. Dann das Thema Ressourceneffizienz, Material-Energieeffizienz ist immer ein Thema im Maschinen- und Anlagenbau und das Thema Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit auch, denn wir müssen bei all den Dingen, die wir jetzt vorantreiben, eines immer im Auge behalten. Die Systeme werden ja durch die Integration von IKT nicht einfacher, sondern im Gegenteil, sie werden jetzt erstmal technisch noch komplexer. Die Frage, die sich stellt, ist, wenn es uns nicht gelingt, diese Komplexität dieser Systeme vor den Benutzern zu kapseln, dann wird das mit der Industrie 4.0 meiner Meinung nach auch nichts. Aber wenn es uns gelingt, diese Mechanismen eben auch in Anführungsstrichen intelligent unterhalb der Oberfläche zu verbergen, dann kann das etwas werden. Und wir müssen auch dabei bedenken, dass diese drei Handlungsfelder nicht ausschließlich nur durch Technologien bestimmt sind, sondern auch durch Fragen der Arbeitsorganisation. Wenn ich beispielsweise mit einem unserer Produktionstechniker aus der Arbeitsorganisation spreche, dann hat er ein ganz anderes Verständnis von Wandlungsfähigkeit als mein Verständnis dazu. Und das bedeutet, auch dort ist eine ganze Menge an Ratiopotenzial noch zu heben. Und das dritte Element natürlich der Mensch in der Fabrik und dessen Rolle mit den verbundenen Ängsten einer weiteren Automation. Auch dort gilt es eigentlich, entsprechend Aufklärung zu betreiben. So, unsere Schwerpunkt, weil Industrie 4.0 ist ja im Moment alles und nichts, das hat damit zu tun, dass es keinen klaren Rahmen gibt. Jeder darf für sich behaupten, dass er heute schon irgendwie ein Industrie 4.0-Enabled-Produkt hat, ohne dass jemand ihm das absprechen kann. Das ist vielleicht auch gut, dass das so ein großer Rahmen ist. Wir haben uns bei unseren Aktivitäten auf einen vielleicht Teilaspekt der Industrie 4.0 fokussiert, und zwar auf technische Assistenzsysteme. Das sind keine Assistenzsysteme in jedem Fall mit einem User-Interface, sondern das können auch Mechanismen sein, die unter dem Blech ablaufen. Geleitet von der Idee, nicht nur von der Idee, sondern das ist falsch ausgedrückt, sondern von der Erkenntnis, dass die Automatisierungsaufgabe in den letzten Jahren nicht weniger komplex, sondern wie gerade schon gesagt, immer komplexer wird. Und das natürlich auch zu Überforderungen der Personen führt, die mit solchen Systemen arbeiten müssen. Im Idealzustand erreichen wir, wie auf der rechten Seite dargestellt, eine Situation, bei der wir die Komplexität, die wahrgenommen wird, entweder auf dem Status quo von vor einigen Jahren halten können oder idealerweise sogar etwas senken können. Wie können wir diesen Spagat hinkriegen? Und unsere Antwort darauf ist die, dass wir das nur hinkriegen, indem wir diese Systeme mit kognitiven Fähigkeiten versehen, um diese Komplexität entsprechend wieder beherrschbar zu machen. Und wie das aussieht, das ist auf dieser Seite an drei Beispielen angedeutet, wo wir auch jeweils mehrere Projekte in dem Spitzencluster und darüber hinaus auch haben. Das eine ist das Thema der selbstkonfigurierenden Maschinen. Das werde ich gleich noch darstellen. Das zweite ist die Assistenz bei der Energieoptimierung, Stichwort Ressourceneffizienz. Und das dritte sind dann die interaktiven Umgebungen, bei denen es eben darum geht, kontextsensitiv, abhängig von der Rolle, die die Person hat, mit der Maschine interagieren zu können. Ein Beispiel zur Wandlungsfähigkeit, die brauche ich eigentlich gar nicht weiter zu motivieren, das hat Herr Walzer schon mit der IAO-Studie ganz gut gemacht, aber
Auch andere Studien zeigen, dass heute über 20-25% des Invests für eine Automatisierungs- und Steuerungstechnik in einer Anlage allein für Engineering-Aufgaben und Aufwände investiert werden müssen. Das sind Zahlen, die kommen von der AIDA, jetzt nicht dem Kreuzfahrtschiff, sondern das ist die Vereinigung der produzierenden Automobilhersteller in Deutschland, die ihre Anlagen und Aufwände in den Fabriken mal analysiert haben. Und das heißt, da ist ein großes Ratiopotenzial vorhanden. Und zum anderen haben wir eben mit der zunehmenden Komplexität erhöhte Inbetriebnahmezeiten und Fehleranfälligkeiten. Selbst bei unserer doch noch sehr überschaubarer Anlage, und das wird in Kaiserslautern nicht viel anders sein, ist es ja schon so, dass das eine gewisse Komplexität hat. Und abhängig davon, wer das jetzt mal realisiert hat, ist es für einen Nachfolger schon ein bisschen schwierig, an so einem System Erweiterungen durchzuführen. Und das ist natürlich mit einer größeren werdenden Maßstab auch deutlich noch auf der ansteigenden Seite zu benennen. Ein Lösungsansatz, um diese Wandlungsfähigkeit hinzukriegen, ist Plug and Work. Und da muss man einfach mal einen Blick reinwerfen in die klassische Bürokommunikation. Dort haben alle von Ihnen, glaube ich, schätzen gelernt, wie einfach es heute geht, Computerperipherie mit einem PC oder einem anderen Gerät zu verbinden. Viele von Ihnen, denke ich, auch noch, die kennen auch noch die Zeit davor, wo es darum ging, irgendein Peripheriegerät, einen Drucker beispielsweise, an seinen Rechner anzuschließen. Da hat man eine Diskette bekommen mit irgendwelchen Treibern, die schon nicht mehr aktuell waren, und musste mühselig auf die Reise gehen und sich den aktuellen Treiber suchen. Und zu allem Übel, wenn das alles gelungen und abgeschlossen war, dann wurde man noch vor die Aufgabe gestellt, irgendwelche Interrupt-Konflikte aufzulösen. Und das alles hat uns ja jetzt das USB-Prinzip eigentlich abgenommen. Das heißt, dort haben wir eigentlich drei Ebenen, die wir auch dann bei der Übertragung auf die Maschinen gleich wiederfinden. Das eine ist die grundsätzliche Konnektivität, die wir brauchen, also die Netzwerkfähigkeit. Das zweite ist eine Art Betriebssystem oder Middleware-Funktion, die uns dann sagt, ich biete jetzt einen Dienst an. In diesem Fall sagt jetzt das Betriebssystem, dass dieses Gerät, was ich eingesteckt habe, verwendet werden können. Diesen Dialog, den sehen Sie womöglich jeden Tag mehrfach. Und darüber hinaus gibt es so eine Art, ja auch eine semantische Interpretation dieses Gerätes, denn das Betriebssystem sagt mir auch, was ich jetzt mit diesem eingesteckten Gerät machen kann. Offensichtlich hat es sich jetzt hierbei um einen Massenspeicher gehandelt. So, diesen Dreiklang, den versuchen wir jetzt auf auf den Maschinenbau zu übertragen. Wir müssen dabei aber zur Kenntnis nehmen, dass dieses System auch unter dem Blech, und Gott sei Dank sehen wir das nicht täglich, durchaus eine gewisse Komplexität hat, viel komplexer als das früher noch bei der alten Vorgehensweise der Fall war. So, ich zeige Ihnen jetzt ein kleines Video aus unserer Modellfabrik. Dort ist jetzt die Aufanforderung, ein Produktionsmodul in die laufende Anlage zu integrieren. Und wir wollen das jetzt ohne großes manuelles Engineering realisieren. Klar, der Maschinenbauer hatte jetzt dieses Produktionsmodul entsprechend modular auch konstruiert. So, und es wird auch zukünftig wahrscheinlich nicht umherkommen, dass wir dieses Produktionsmodul, was wir jetzt integrieren wollen, materialflusstechnisch koppeln müssen, was jetzt gerade passiert, und auch in der Energiezuführung wird auch zukünftig mit Plug and Work wohl auch nicht überflüssig werden. So, aber die Frage ist jetzt, was können wir jetzt für einen Beitrag leisten, um die IKT-Integration eines solchen Produktionsmoduls hinzubekommen? Da gibt es eigentlich zwei wichtige Herausforderungen. Die erste ist, wir brauchen eine Ad-Hoc-Kommunikation, das heißt, dieses eingebrachte Produktionsmodul muss über eine Netzwerkfähigkeit verfügen, sich in der Umgebung bekannt zu machen und zu sagen, hallo, hier bin ich und ich biete dieses oder jenes an. Die zweite Anforderung ist die, dass ich eben eine semantische Interpretation brauche, die sagt, ja, was brauche ich denn jetzt eigentlich aus meiner Umgebung, beziehungsweise was fängt jetzt meine Umgebung mit mir ganz konkret an? Während wir auf der unteren Ebene, oberhalb der Kommunikationssysteme, die dann auch durchaus zukünftig vielleicht IP sprechen können, schon Middleware-Ansätze haben aus dem klassischen Internetumfeld, ist es so, dass wir bei der oberen Ebene durchaus noch Handlungsbedarf haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine reine Standardisierungsfrage noch ist oder ob wir dort auch noch darüber hinausgehend etwas tun müssen. Denn die Situation ist wie folgt. Dieses hier auf der linken Seite dargestellte
Produktionsmodul, kann mit den heutigen Bordmitteln sicherlich auch schon sagen, ich bin eine Bearbeitungsstation und ich suche einen bestimmten Dienst. Und die Umgebung kann auch sagen, ja, ich bin beispielsweise ein Transportmodul und biete einen bestimmten Dienst. Um das dann zum Spielen zu kriegen, brauchen wir eben eine semantische Ebene. Das heißt, wir müssen ein formalisiertes Wissen über die Anlage einbringen, was heute eigentlich der Automatisierungstechniker im Kopf hat. So, das müssen wir entsprechend beschreiben. Dafür gibt es Beschreibungstechniken, aber es muss natürlich auch weiterhin auf der Ebene eine Interoperabilität geben. Und das Auffinden von Diensten und das automatische Binden, das Orchestrieren, das ist aus unserer Sicht noch derzeit die Herausforderung, die uns noch so ein bisschen davon abhält, wirklich auch auf den Maschinen- und Anlagenbau breit übertragbare Lösungen zu realisieren, sodass dann am Ende, nachdem wir das eingesteckt haben, Folgendes passiert, wie bei USB, das Maschinenteil wird eingeplackt in die Leitsystemtechnik wie hier und wir können ab diesem Moment auch die Fähigkeiten dieses Systems nutzen. Dieses Produktionsmodul geht dann auf grün, wie das heute üblich ist und nun ist dann auch eine Produktion oder eine weitere Fähigkeit in dem Produktionssystem integriert. Das ist etwas, an dem wir an verschiedenen Projekten im Spitzencluster oder auch im BMWF-Kontext derzeit arbeiten. Zweites Beispiel, was ich Ihnen noch mitgebracht habe, ist das Thema Energiemanagement. Das machen wir mit einem namhaften Antriebshersteller aus der Region. Und zwar ein Antriebshersteller, der sich zunehmend auch diversifiziert in Richtung der Anwendung selber und Intralogistikanwendungen anbietet für beispielsweise Hochregallager à la Amazon und Co. und sagt, ja, aber wenn ich heute zu solchen Kunden gehe, dann verstehen die natürlich schon, dass ich hochleistungsfähige Antriebs- und Regalbediengeräte anbiete, aber ich werde auch mit der Frage konfrontiert, ja, kannst du mir eigentlich auch eine energieoptimierte Lösung anbieten? So, und dann sagt dieser Antriebshersteller heute, ja, setz erstmal meine hochmodernen Frequenzumrichter gesteuerten Antriebe ein, dann bist du schon mal viel besser als die Antriebe, die du bisher eingesetzt hast. Aber er weiß auch selber, dass zu der weiteren Optimierung eigentlich nur ein Systemansatz möglich ist und den erarbeiten wir derzeit hier mit dem Hersteller zusammen. Die Anforderung ist die, dass dort entsprechende Transportvorgänge, die wir mit der heutigen Automatisierungstechnik und trotz SPS heute auch schon mit einer hohen Genauigkeit messtechnisch erfassen können, sodass wir eine Ist-Situation dieses Systems bezüglich des Energieverbrauches herstellen können. Das ist der Status quo. Jetzt geht es ja darüber hinaus, jetzt soll diese Anlage die Fähigkeit bekommen, sich selbst zu optimieren in Bezug auf das Energiemanagement. Wie kann so etwas vonstatten gehen? Wir haben dazu einen modellbasierten Ansatz entwickelt, der uns in die Lage versetzt, von einer Anlage, die ja nicht nur rein diskret oder kontinuierlich, sondern hybrid ist, durch maschinelle Lernverfahren ein Rechnermodell abzuleiten, rein durch Beobachtung, was uns das funktionale Verhalten dieser Anlage wiedergibt, um dann im nächsten Schritt die Grundlage dafür zu sein, mit dem gelernten Modell parallel zu der realen Anlage zu laufen und damit eine Prognosefähigkeit zu ermöglichen. Prognosefähigkeit bezüglich des Energieverbrauchs. Nach dem Motto, wenn ich jetzt dieses tue, dann wird es energetisch das bedeuten. Vielleicht suche ich mal noch durch schnelle Hardware- und Echtzeitsimulationen nach einer anderen Alternative. Finde ich eine bessere Alternative, dann geht es darum, diese neue Verfahrensstrategie im Sinne der Trajektorie direkt in der Steuerungstechnik und auch heute und vielleicht auch morgen noch in die SPS hinein als neuer Verfahrweg zu integrieren. Das ist sehr vielversprechend und sieht dann im Ergebnis so aus. Jetzt drücken wir mal drauf und wollen das energieoptimiert fahren und Sie sehen jetzt den energieoptimierten Weg. Viele von Ihnen werden sagen, ich sehe gar keinen Unterschied. Deswegen haben wir jetzt aus didaktischen Gründen jetzt nochmal die alte Trajektorie des nicht optimierten Weges dort überlagert und Sie sehen hier, dass dort doch signifikante Unterschiede stattfinden. Der etwas weichere Übergang, den wir als Ingenieure auch durch die Methode des scharfen Hinsehens direkt erkennen würden, hat jetzt der
Modellcharakter von alleine gefunden. Und damit ist die Anlage in der Lage, sich nicht nur einmal, sondern auch, wenn sie verändert wird, wieder mit einem Energieoptimum auch an die Grundfunktionalität entsprechend anzupassen. Ja, ich möchte dann auch schon zum Ende meines Vortrags kommen. Wie kommt die Intelligenz in die Maschine? Das ist das, mit dem wir uns derzeit beschäftigen. Wir sind der Meinung, dass eben intelligente technische Systeme mit ihrem Umfeld interagieren müssen und sich diesem durch Lernen anpassen. Lernen ist für uns eine wesentliche Eigenschaft von Intelligenz, die technologisch gesehen eben durch die durchgängige Vernetzung zum einen und eben durch eine rechnerverarbeitbare Modellierung des Wissens über die technischen Prozesse und entsprechend anschließend Algorithmen zur Selbstkonfiguration und Selbstoptimierung abbilden lassen. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit herzlich bedanken.